Der Dritte, so hieß dieser Film. Und das Schöne, es war mal wieder eine Zusammenarbeit von Jutta Hoffmann mit dem Regisseur Egon Günther. Vor 50 Jahren hatte der Dritte im Berliner Kino International an der Karl-Marx-Allee Premiere. April 2012. Im Figaro-Café von MDR Figaro ist Jutta Hoffmann zu Gast. Im Verlaufe des ausführlichen Gespräches beginnt die Schauspielerin überraschenderweise zu singen. Diese keineswegs erwartbare Gesangseinlage hat mit einem Film zu tun, den Jutta Hoffmann Jahrzehnte zuvor gemacht hat, Der Dritte. Dort tanzt die Schauspielerin zu Bandiera Rossa hingebungs- und schwungvoll. Sie ist eine Schauspielerin, die sehr viel kann. Man kann mit ihr sehr, sehr lange probieren. Sie ist ganz schwer zu beleidigen. Man kann mit ihr Umwege gehen. Man kann ihr sagen, dass sie, wenn sie nicht gut ist, dass sie nicht gut ist. Man kann ihr gestehen, dass man nicht weiß, wie man es machen kann, dass man in der Arbeit Einfälle sucht. Es ist eine Vertrauensfrage, die mit hineinspielt. Schwärmt Regisseur Egon Günther von seiner Hauptdarstellerin im März 1972, als Der Dritte in den DDR-Kinos anläuft. Jutta Hoffmann spielt in dem Film eine Mathematikerin mit zwei Kindern, alleinstehend, was sie gerne ändern möchte. Und sie weiß sogar, wer als Partner in Frage käme. Hrtlitschka. Da heiße ich halt Frau Hrtlitschka. Es gibt Schlimmeres. Manche Leute heißen da noch ganz anders. Was, so weit seid ihr schon? Nö, er weiß gar nicht, dass es mich gibt. Nun müsste das nicht so bleiben. Allerdings existiert da in der DDR von 1972 ein gravierendes Problem. Ein Mann kann zu einer Frau gehen und sagen, hör mal zu, wir mögen einander und du gefällst mir sehr und wir hätten an sich eine Chance füreinander, wollen wir denn miteinander? Aber wenn das die Frau macht, dann fragt man, was ist denn mit der Frau los? Hier stimmt doch etwas nicht. So Szenarist Günther Rücker. Solange das nicht in Ordnung ist, solange ist nach meinem Dafürhalten die moralische Seite der Emanzipation eben doch noch nicht voll entwickelt. Da gibt es noch Kämpfe auszufechten. Was Der Dritte am Beispiel der Mathematikerin Margit verhandelt, ist die Frage, ob Mann und Frau in der DDR tatsächlich gleichberechtigt sind, wo das doch offiziell immer wieder betont wird. Regisseur und Szenarist packen da ein heißes Eisen an. Es dauert seine Zeit, ehe der Film überhaupt in Angriff genommen werden kann. Ich weiß nicht, wie der Günther Rücker eines Tages zu mir kam und sagte, mach den Film, es geht gerade wieder was. Es war also irgendetwas, wo die Machthaber nachlesen, warum weiß ich nicht. Jedenfalls war dieser Film in einer Art Freiraum gemacht. Aus der Abteilung Frauen beim Zentralkomitee der SED hagelt es nach der Sichtung heftige Kritik. Der Hauptfigur wird Mannstollheit vorgeworfen, empörend seien Szenen der versuchten Abtreibung sowie der lesbischen Liebe. Außerdem mache sich der Film über die FDJ-Arbeit der 50er Jahre lustig. Dennoch, Der Dritte darf starten. Erntet beim Festival von Carlo Vivari den Hauptpreis, während Jutta Hoffmann in Venedig als beste Darstellerin prämiert wird. Und in der DDR stößt Der Dritte eine Diskussion darüber an, wie es denn nun wirklich bestellt ist um die Emanzipation der Frau.